Das Dorf, durch das wir jetzt fahren, heißt Pares Village und wurde nach John Pear benannt, der einst 153 Hektar Land besaß und 1757 starb. Die meisten Häuser sind gebaut und befinden sich auf der Südseite der Straße, da dort der Großteil der Landwirtschaft betrieben wird der nördlichen Straßenseite. Auf der nördlichen Straßenseite gibt es einige Teiche, die diese Farmen mit Wasser versorgen.